Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, wir hatten ja in der letzten Folge den Team of the Year Sergio Ramos noch stehen. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen, dass er einfach weggegangen ist für 731.000. Leider nicht so viel wie gedacht, aber das ist immerhin etwas. Und ja, davon habe ich mir meine Bundesliga-Mannschaft komplett gemacht. Wie ihr hier seht, Reus, Lewandowski, Hummels und Lahm habe ich mir gekauft. So. Dann habe ich noch meine Premier League Mannschaft hier ein bisschen verstärkt. Mit Kompany, Fellaini, Ö und Özil und Nani. Und dann habe ich noch ein Skiller-Team gemacht. Nur mit 5-Star-Skiller. Hier seht ihr, die waren auch alle teuer. Maicon Light hier 30.000, Wallison 30.000, Martinez 9.000, Nani und dies, das. Hat auch nochmal 100.000 gefressen. Und ja, jetzt spiele ich wieder gegen meinen Kollegen. Letztes Mal hatte er sein Verletzungsteam in der letzten Folge. Heute hat er sein besseres Team. Also wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir auch schon wieder hier in der Mannschaftsauswahl. Und ja, welches will er? Er will seins. Okay, dann nehme ich das hier. Ja, so, genau, jetzt seht ihr sein besseres, jetzt seht ihr sein Team, wenn es nicht verletzungsbedingt ist. Tada, Neymar, Diego Costa, Ramirez, Thiago Silva, Santana, Benno, Hulk, also ein richtig, richtig klasse Team. Und ja, das auf jeden Fall mit Neymar. Herzlich willkommen im Stadion. Ihr wisst Bescheid. Diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann, so, aber wir haben natürlich hier auch ein mega klasse Team, ungefähr eine Million wert. Lewandowski direkt richtig gut am Start. Warum ist... Der geht aber ganz schön ab gerade. Hier gegen Neymar. Sehr gut wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann Reus läuft ja auch gut übers Feld. Hulk kriegt den Ball leider von ihm. Aber Reus hat ihn auch direkt wieder zurückbekommen, dank Alaba. Und Reus bringt die Flanke. Ja, oh, Neymar. Was war das denn? Na, 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 na. Das wollen wir aber nicht sehen. Wir wollen sehen, wie du trickst. Und uns ein bisschen stehen lässt. Da, so zum Beispiel. So, jetzt kann Lahm hier hinterher rennen. Und das schafft er nicht. Aber was war das denn? Da konnte mein Santana noch dazwischen gehen. So, Gündogan jetzt auf Götze. Götze, ey, der sollte oben auf Robben gehen. Weil hier ist ja... Leute. Marco Reus. Hier wieder ein bisschen kleine Engine-Fehler, die ich dann versuche natürlich auszunutzen. So, zack, da ist mein Santana zwischen. Hulk ist auch ein richtig klasse Spieler. Und da hat Götze jetzt diesmal Robben gesehen. Beziehungsweise Robben hat gesehen, dass Götze einen total bescheuerten Ball daneben gespielt hat. Konnte aber trotzdem noch drankommen. Und ja, jetzt Robben mal so. Zack. Zack, Robben. Und Robben lässt sich so ein normalerweise nicht entgehen. Diesmal ist sein Torhüter Diego Alves. Aber da. Auch ein ziemlich guter Torhüter. Und jetzt vielleicht mehr die Chance von seinem Neymar, der unten auf den Hulk spielen könnte. Hat er aber wahrscheinlich nicht gesehen. Oder... Oh, Neymar, der ist richtig gefährlich, der Typ. So, Schweinsteiger jetzt auf Götze. Und Götze verliert den Ball an Santana. Also... Jetzt hier beide mit unseren richtig guten Mannschaften. Ist auch ein gleichwertiges Battle. Obwohl meine Mannschaft natürlich noch mehr wert ist. So, jetzt hier mal Reus. Tricks da ein bisschen, leider kommt. Und dann macht er erstmal auf Pause. Warum auch immer. Was denn auf Gegner? Keine Ahnung, was er vorhat. Bin ich mal gespannt. Ah, so, da geht's auch schon weiter. Thiago Silva, auch ein richtig guter Verteidiger. Und an der Seite von Santana dann mit Tempo 80 und Tempo 81. Das ist eine krass schnelle Innenverteidigung. Und dann an den Seiten will er sich noch Dani Alves holen. Und an der anderen Seite hat er ja Marcelo. Das heißt dann 91, 86, 81, 80. Das Tempo, wenn ich alles richtig weiß, so ungefähr von dem, was er mir immer so erzählt, wie ist das? Ich glaube schon.
So, aber jetzt erstmal hier mit meinem Reus Ball erobern. Hat nicht funktioniert. Da muss Götze nachrücken, funktioniert auch nicht. Dann kommt Alaba. Aber da hat er schon auf Neymar gespielt. Aber dann habe ich ja meinen Santana. Und Santana hier richtig gut dabei. Und das ist der Abseits, Abseits. Oh, gib mir doch den Robin. Na, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Den hat er gut gesehen, den Diego Costa da. Aber mein Santana ist einfach ein richtig klasse Abwehrspieler. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich eine Bundesliga oder brasilianische Mannschaft oder sonstige Mannschaft macht, in die Santana reinpasst. Macht sich immer richtig gut. Ist auch, finde ich, die beste Bundesliga-Abwehr. Santana, Hummels, Dante oder Boateng. Da kann man dann wählen. Ich habe jetzt Hummels genommen, weil Dante hatte ich vorher, der hat mir dann, da gefällt mir Hummels auf jeden Fall besser. Boateng habe ich auch, wollte aber noch ein bisschen was rauskloppen in der Wertung. Und ich meine, Hummels macht bisher immer richtig gute Spiele, lässt richtig wenig zu eigentlich. Und gefällt mir auf jeden Fall gut. Gefällt mir gut. Man sieht jetzt auch wahrscheinlich, seitdem ich jetzt hier Reus habe, läuft auch viel mehr über die linke Seite hier. Aber jetzt vielleicht mal mit Schweinsteiger hier über Robben. Ganz stark, Robben. Nein, ich habe schon für den Jubel ange... Aber jetzt Reus. Oh. Gut pariert von Diego Alves. Zweimal. Zweimal richtig gut. So, das machen wir jetzt mit dem Robben. Wozu haben wir ihn? Oh, ja, die Ecke kam jetzt natürlich nicht perfekt. Das kann er normalerweise besser. Jetzt Schweinsteiger! Und Diego Alves wieder. Wow, der ist echt... Ich glaube, hat ist auch ein richtiges Biest mit 90 Reflexen und 90 Hechten. Meine ich, wenn ich mir... Weil ich habe mir auch mal überlegt, eine brasilianische Mannschaft machen. Aber das habe ich dann sein gelassen. Da wollte ich lieber doch die Trickser. Und ja, hier Diego Alves wieder richtig gut pariert. So, aufpassen jetzt hier. Neymar ist stark. Santana hast du sehr gut, Santana. Und Ramirez und Lahm und Neuer. Bringt den Ball hier wunderbar auf Lewandowski. Der dann auf Götze und Götze wieder zurück auf Lewandowski. Aber dann Thiago Silva natürlich. Der ist richtig gut. Da wäre Hummels jetzt da gewesen, hätten schön Ball auf Götze gespielt. Aber das wollte der Schiri dann doch nicht. Ging ihm wohl alles ein bisschen zu schnell. Ja, Marcelo, was? Das habe ich aber, meine ich aber anders zu wiesen. Ich meine, dass Marcelo den zuletzt berührt hat. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leidigkeit. Reus mit seiner Longshot Power. Ah. Gündogan hat hier, ist am Ball vorbeigelaufen, aber Santana richtig gut wieder dabei. Lahm, wo der hin, weil hingehen sollte, weiß ich auch nicht. So, Lahm jetzt. Der bringt immer wunderbare Pässe, hohe Bälle in den Lauf. Und zwar immer auf den Robben, weil auf wen auch sonst. Und jetzt Lahm vorne. Lahm wollte gerade die Flanke bringen, aber da wurde ich dann auch aufgehalten. Aber jetzt nochmal Lahm hier. Richtig gut dabei vorne. Reus und Diego Alves. Huiuiuiui. Das war wieder mal richtig gut vom Lahm. Das unterscheidet ihn auch gewaltig vom Piszczek, der mir auch nicht schlecht gefallen hat, aber Lahm setzt halt nochmal eine, wie soll ich jetzt sagen, eine Bude drauf. Ja, das kann man sagen, glaube ich. Ja, jetzt wird hier Alaba gefordert von Hulk. Macht Alaba. Schweinsteiger, Götze. Oh Mann, das wäre so ein schöner Konter gewesen. 0:0, das ist der Pausenstand. Ja, stimmt, steht 0:0, also das richtig ausgeglichene Partie. Naja, irgendwie nicht. Schüsse aufs Tor 1:7, da frage ich mich, wieso ich noch nicht getroffen habe. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. So, Lahm hier, aber da hat dann, wollte er wahrscheinlich zum Neymar spielen, hat dann aber EA wieder nicht mitgemacht und einfach einen Ball. Und jetzt war wieder ein schöner Ball von Alaba auf Reus hier. Und Reus bringt die Flanke und Götze, aber Robben ist noch da. Und da wird er abgefälscht von Marcelo. Da wählen wir wieder unseren Robben.
Und Santana, schöne Ecke. Wenn der den Torwart nicht rausholt, dann ist er meistens drin. So, jetzt hier aufpassen. Hummels. Götze, sehr schön. Sehr schön, Götze. Und jetzt 90 Dribbling hier gegen Santana. Und ein bisschen Durchsetzungsvermögen und Reus. Und jetzt müsste er sich hier erstmal umarmen. Erstmal umarmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön gespielt. Götze wunderbar durchgesetzt und dann wollte ich Reus mit dem Tor belohnen und Götze mit der Torvorarbeit. Ist ja auch für eine Zentraloffensive nicht schlecht. So, und jetzt Reus. Oh Mann, schade. Schade. Ja, aufpassen. Hulk ist gefährlich. Ja, das war jetzt nicht gefährlich. Schweinsteiger. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Was macht er jetzt? Da möchte ich doch mal gerne die 100 Meter Schille. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell für alle Verteidiger. Wahnsinn. Oh. Sehr gut, Hummels. Was für ein Nein. Neuer. Neuer. So guter Torhüter. Nicht umsonst der Beste auf der Welt und im Spiel. Auf jeden Fall nicht umsonst. Oh mein Gott, Schweinsteiger Gritsch annehmen. Aber Santana ist mal wieder da. Jetzt Lewandowski. Sieht da unten Reus. Und Reus macht ihn. Wow, ist das schön gekontert. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das wunderbar. Sehr, sehr einseitiges Spiel. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. So, jetzt hier wieder auf den Hulk ein bisschen aufpassen. Aber ich ahne die Laufwege von dem ganz gut. Intuition. Ja, kein Problem. Aber der Gegenspieler ist dazwischen. Lahm ist nämlich auch noch unglaublich kopfballstark, was man gar nicht so vermutet. So, und damit 4 Mann draufgegangen. Ach. Ja. Ja, natürlich. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Sag mal. Schlechtes Zweikampfverhalten, was sagt der Schiri? Da bringen wir jetzt einfach mal einen Ball nach vorne und gucken, ob da irgendwie einer drankommt richtig. Aber ja, Thiago Silva kommt dran. Und Hummels! Ja, etwas daneben. Ja, macht ja nichts. Ist ja auch Hummels. Mario Götze mit seinem 90 Dribbling. Wird gestoppt, aber rum. Der war noch abgefälscht, Leute, damit ihr das wisst. Diesmal jetzt Robben. Thiago Silva kann darum gerade so hindern, an den Ball zu kommen. Und dann wahrscheinlich wieder mal abzuziehen hier. Denke ich mal, hätte ich gemacht. Bernard. Wenn er da das Schweinsteiger mal drauf zieht. Jetzt sehe ich da unten gerade einen laufen. Der ist jetzt aber wahrscheinlich im Abseits. Balleroberung im Mittelpunkt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber jetzt hat sich meine Abwehr wieder gesammelt. Sollte kein Problem darstellen. Sehr gut, Alaba hier wieder verteidigt. Und jetzt vielleicht mal wieder hier ein bisschen schön spielen. Schweinsteiger, Reus. Reus kann gehen. Zieht dann in die Mitte an Mariano vorbei. Und schießt. Und Leute, ich weiß nicht,